Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir Enzema war der Herr, oder? Lass uns mal kurz gucken. Das Kaisers neue Kleider, warte, wie heißt er? Nee, Kitema. Kaiser Kitema. Wir haben Enbesa entdeckt und Enzema, keine Ahnung, wo das Wort jetzt gerade herkam. Wir haben aber hier unsere ersten Produktionsketten aufgestellt mit unserem kleinen Konto. Wir produzieren schon ein bisschen Ziegenmilch auf unserer Ziegenfarm und außerdem stellen wir hier über Flachs, also wir bauen jetzt Flachs an und aus Flachs stellen wir Leinen her und aus Leinen machen wir dann am Ende Prachtgewänder, die wir natürlich dann auch unseren Leuten zur Verfügung stellen, sobald die ersten produziert sind, was aber noch einen Moment dauern wird. So, wir wollten in der letzten Folge noch ein Podium errichten, wofür wir aber nicht genug Wanzerholzbretter hatten. Das werden wir jetzt aber machen. Und somit ist unser Podium errichtet. Und wir könnten hier überlegen, den ein bisschen anders zu ziehen. So, und dann könnten wir theoretisch, ne, hier nochmal ein bisschen die Felder umbauen. Und die Felder stattdessen... ich glaube, wir haben leider was vergessen. Ja, hier so. Okay, ja, hier ist alles leicht brennbar. Ich verstehe. Ich werde mich gleich drum kümmern. Oh, das ist auch spannend. Also, unsere Feuerwache muss... Also, Feuerwache natürlich wichtig, weil sonst könnte es brennen. Und wichtig für die Feuerwache... Oh, die sieht aber auch krass aus, ey. Die muss Zugang zu den... Ah, okay, die muss direkten Zugang zu den Wasserkanälen haben. Ja, ist natürlich spannend. Wie soll das denn funktionieren? Also jetzt hat er Zugang, ne, aber ist halt nicht angeschlossen. So. Okay. Ja, es sind wirklich sehr tapfere Leute. Und hier wird so ein kleiner Übergang gebaut, wenn man da einen Weg drüber zieht. Cool. Und die brauchen direkten Zugang. Das macht natürlich Sinn, ne? Das macht diesen Kontinent halt auch nochmal so besonders, weil man jetzt eben auf sowas achten muss wie Wasserversorgung. Das musste man ja sonst nie, ne? Da haben Flüsse eigentlich immer nur genervt. Und jetzt können die wirklich, wirklich wichtig sein. Und ich finde es auch sehr cool, weil so shaped das natürlich auch im Endeffekt die Bauweise. Man baut halt möglichst in der Nähe von Wasser. Okay, ich soll ein Bild von einem meiner Kontore machen. Für den lieben König. Oh, und die Zeitung. Da mussten wir... Gibt's mehr? Schlachtruf. Habe ich noch nie benutzt. Aber ich glaube auch nicht, dass es neu ist. Also, automatisch im Moment. Ausgewählte Propagandaartikel in allen weiteren Zeitungen öffentlich. Ja, weil, super. Dann wird einfach unsere Propaganda weitergemacht. Super, dann können wir es auch nicht verpassen. Sehr schön. Ab, runter, guck mal. Das ist jetzt auch ein kleiner Stilbruch, ne? Die alte Welt, die neue Welt, die Arktis, Enbesa. Ja gut, Cap Trelawney heißt auch nicht die zweite alte Welt. Oh, und wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich wüsste gerne mehr darüber. Yam hat mir erzählt, ihr Land wäre voller eigentümlicher Wunder. Würden Sie mir davon erzählen? Natürlich, unsere industrielle Leistungskraft und Wirtschaftswachstum ist einfach krass. Also große Städte ausdehnen, florieren, wunderschön. Mikroskopisch klein? Nein. Wenn die einige Städte... Ich bin stolz auf die Städte, die viele Einwohner haben und ihnen jeglichen Komfort und jegliche Bequemlichkeit bieten. Jawohl. Und was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Stellung als Architekt, Bauherr, Universalgelehrter? Wow. Die Erkundung der Welt und die Enthüllung ihrer Geheimnisse. Ein Baumeister und der Grundpfeiler meines Geschäfts zu werden. Das Regieren meines Volkes, dafür, dass es sorgen, dass es wächst und gedeiht. Ja, das definitiv. Also sind sie ein Populist oder so edel, dass sie sich aufrichtig um ihr Volk kümmern, wie dem auch sei. Hier ist ein passendes Geschenk für sie.
Habe ich jetzt einfach nichts gekriegt? Ah ja, doch. Ich soll dahin segeln. So, wir schmeißen mal kurz hier das... Oh, er hat's genossen. Cool. Okay. Bedürfnismalus 20% auf Trockenfleisch. Ich denke gerade über ein Projekt nach und benötige Ihren Rat bei der Auswahl eines Architekten. Er ist jetzt beim Forschungsinstitut. Oh Gott. Verdammt, ja. Ja, George, du bist überhaupt nicht interessant gerade. Ah, Moment, ich soll mir Architekten in Kathemas Hafen nach Angeboten für das Forschungsinstitut umsehen. Okay, hier sind jetzt Architekten. Nee. Hä? Verstehe ich was falsch? Sollte ich meine Minister herbeirufen? Also ich glaube hier diesen alten Typ, den möchte ich eigentlich nochmal über Bord werfen. Mein Sohn hat mich gewarnt. Nach Angeboten für das Forschungsinstitut. Moment, ich muss mal kurz durchlesen. Klicken Sie. Hä? Gnam braucht Ihre Hilfe. Er ist der Meinung, dass Fachwissen vom Gelehrten aus aller Welt eine wahrhafte internationale Universität. What? Aber hier ist kein Architekt dabei. Hier gibt es aber auch ganz wilde Tiere. Ich verstehe das nicht. Und warum steht da jetzt auch verfügbare Items 20 und hier sind einfach nur 4? Glaube, ich verstehe was falsch. Oder muss ich jetzt hier einfach rollen? Das kann doch nicht der Sinn sein. Oh, Nutzflammenpflanzen. Plus 20% Produktivität durch Mückennetz. Cool. Das ist halt auch schön, dass sie sich so detailliert Gedanken darüber machen, ne? Bin mal gespannt, wie die neuen Items muss man ja auch erstmal kennenlernen, alle, ne? Ich verstehe das nicht. Was möchtest du von mir? Ich fahre nochmal weg und komme nochmal hin. Bei der Beurteilung einiger architektonischen Entwürfe. Ach so! Ei! Sag das doch, okay? Mhm. Sieht ganz cool aus. Ein durchaus liebenswerter Haufen. Aber Ihre Arbeit ist nicht der Rede wert. Okay. Okay, jetzt habe ich verstanden. Muss ich jetzt nochmal draufklicken? Weil da steht jetzt immer noch nach Angeboten für das Forschungsinstitut umsehen. Ah, okay, die laufen jetzt überall so ein bisschen rum. Okay, sieht auch nice aus. Talentiert, ganz ohne Zweifel. Aber Ihre Erfahrung ist zu spezifisch. Okay. Ihren Projekt. Also die scheinen einfach selber bei Ubisoft viele Sketches, also viele Skizzen gemacht zu haben. Wissen. Erwiesene Fähigkeiten. Ja, dieses Konsortium hat das perfekte Modell für okay. Das Forschungs- ich fand die anderen cooler. Mir haben die anderen besser gefallen. Schade, dass man die nicht selbst auswählen kann. Ganz ruhig, Kethema. Ich werde mich jetzt hier nicht stressen lassen. Ich baue das jetzt hier in meiner Geschwindigkeit auf. Ruhe jetzt. Ich soll Trockenfleisch produzieren. Kann ich noch gar nicht. Dafür brauche ich erst mehr Leute. Gut, dann werde ich wohl mehr Leute bauen müssen, ne? Mehr Leute ansiedeln. Aber wir haben mittlerweile auch ein bisschen was an Holz gesammelt. Das heißt, wir können sogar mehr Leute ansiedeln. Aber wir müssen nochmal richtig gut mehr Leute ansiedeln, ne? Vielleicht sollten wir auch hier unten mal noch ein bisschen ansiedeln. So, aber ich denke, das dürfte reichen, um das Ziel zu erreichen. Und dann hoffentlich uns relativ schnell weiter voranbringen, dass wir Trockenfleisch anbauen können. Handelskammern lassen wir jetzt mal noch raus, ne? Und so. Trockenfleisch. Ja, guck mal, da ging jetzt aber echt flott. So, wir sollen Trockenfleisch herstellen. Saline Produktion. Okay, das ist scheinbar eine Art Mine.
Nein, das baue ich am Fluss ab. Nee, hä? Freie Küste. Ach so. Ich verstehe. Okay, was brauche ich denn? 30 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute. Das heißt, ich brauche zwei Sanga-Farmen auf einem Saline-Ding. Das sieht aber auch interessant aus. Zeig das nochmal her. Sie stehen heute für ein besseres Leben. Ja, guck mal. Ey, das sieht super geil aus. Sehr schön designt, liebe Leute. Das sieht cool aus. Okay. Jetzt brauche ich zwei Sanga-Farmen. Kann durch fruchtbaren Boden verbessert werden. Nutzen wir das doch auch. Und bauen eins hier. Dann können wir die Felder... Oh, das sind ja riesige Felder. Oh Gott. 2, 3, 4, 5. Okay, so, und jetzt gehen wir hier einfach mal straight hoch. Und dann werden wir das nochmal kopieren. Hier kriegen wir keine 5 Felder hin. Wie soll man das denn machen? Dann müssen wir eigentlich hier hin platzieren, so. Dann kriegen wir vielleicht 5 hin. 1, 2, 3, 4. 5. Naja, sagen wir so, effizient gebaut ist auch was anderes, ne? Kann ich bitte nur das Ding verschieben? Nee. Okay, darf ich nicht. Wir gehen ja jetzt mal gerade noch nicht so auf effiziente Bau, ne? Dann können wir das uns so jetzt mal erlauben. Und die Lagerhäuser sehen echt cool aus. Ich finde generell den Stil, der gefällt mir sehr gut, wie die das hier alles errichtet haben. Naja, so, wir haben jetzt Sanga-Farmen. Und wir haben Saline. Wir hätten nur eine Sanga-Farm gebraucht, weil die verbessert ist. Die können wir nochmal abreißen. Die Sanga-Farm. Und können dann hier einmal eine Produktion, ein Trockenhaus nebenbauen. Angenehm ist das, nicht wahr? Dann stellen wir es vielleicht nochmal um. So rum. So gefällt mir besser. Ich glaube, das wäre auch so ein Ding, was ich vielleicht nochmal umändern würde, wenn wir neu starten würden, dass das Versetzen kein Geld kostet. Also es stört jetzt nicht, ne, weil eh genug Geld. Und dann ist es am Anfang irgendwie, hat es einen besseren Flow, finde ich. Das gefällt mir dann eigentlich ganz gut. Aber wir können ja währenddessen mal weiterschauen mit der Hibiskus-Farm. Okay. Er möchte eine wichtige Sache mit mir besprechen, die das gesamte Reich betrifft. Besser erstreckt sich von Horizont zu Horizont. Über ein solch großes Gebiet zu herrschen, ist eine leichte Aufgabe. Erzähl du mal weiter. Leute, die mir nicht wohlgesonnen sind. Okay, ja. Suchen Sie die Herolde von Angereb entlang des Meridians und die von Kedusi Anitoni und Wahadesha in nördlicher Richtung auf. Okay. Überzeugen Sie sie davon, dass wir vereint stärker sind. Alles klar. Hadesha, einst ein Land atemberaubender Wunder, nun zerrissen von zahllosen Kriegen. Also ein Land der Wunder. Hadesha wieder aufblühen zu sehen. Doch dieses fruchtlose Unterfangen beansprucht Ressourcen. Das glaube ich, dass das viele Ressourcen beansprucht. Okay. Das soll ich jetzt machen, ja? Ich dachte, ich sollte die besuchen. Aber ich muss die nur anklicken, oder was? Scheinbar muss ich die nur anklicken. In der Bibliothek von Kedusi Anitoni, die bereits alt waren, lange bevor ihre alte Welt die Meere erkundete. Okay. Doch die Priester von Kedusi halten stur an ihrem lange vergessenen Glauben fest. Und werden sich ein Besser nicht anschließen, bis ich ihr Dogma zur einzigen Wahrheit erkläre. Aber mach das doch, dann ist doch das Problem gelöst. Ja, ich habe das schon verstanden, dass ich das nicht darf. So, und wo ist der letzte Leuchtturm? Hier. Oh, die sehen wild aus. Ei, was ist denn bei ihm los? Ah, Piraten, okay. Sie bewohnen den geheiligten Palast der Elamais. Sieht cool aus. Sein Glanz ist schon vor langer Zeit verblasst. Okay. Sie weigern sich, sich mir oder irgendjemandem zu unterwerfen.
der nicht das Blut von Selamavi in sich trägt. Mhm. Ich habe es viele Male versucht. Doch ich kann sie nicht zur Vernunft bringen. Ja gut, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, ne? Machst du nix. Wahadesha wartet auf eine Lieferung. Die letzten Steine sind Leute, und die ganz ruhig. Öffnet das Palast. Die Zeit wird kommen. Ey, er geht aber gerade ab. Konfrontieren, die sich gegen Enbesa stellen. Doch zuerst müssen wir uns denjenigen zuwenden, die uns täglich um Beistand. Also, lieber Ketema. Lieber Kaiser Ketema, ich helfe super gerne. Ich lasse mich. Sag mal, sind die einfach super viel geworden, die Dinger? Die Einblendungen oder so? Und die Musik ist so laut. Compared zu den. Also die neue Musik aber irgendwie nur. Ich muss die Musik einfach leise stellen. So, hoffentlich ist es jetzt besser. Also, wir müssen das jetzt Schritt bei Schritt machen. Ich habe keine Lust, hier das jetzt irgendwie gestresst zu machen, sondern ich möchte diese Welt ganz langsam erkunden und möchte auch alles mitnehmen. So, und jetzt möchte ich erstmal Hibiskustee anbauen. Den baue ich auch mit Feldern an, okay. Das heißt für mich ja erstmal hier rein, ne? Dann werden wir hiermit mal nicht mal annähernd die 144 Felder voll machen, okay. Vielleicht reißen wir hier den Weg nochmal ab und werden ihn nochmal ein bisschen umgestalten. Und gucken dann mal, ob wir hier noch irgendwie die 44 Felder reinkriegen. Ja, super. Guck mal hier. Komm, dann machen wir hier jetzt einmal voll. Und dann führen wir den Weg einmal direkt an der Wabamba-Hütte vorbei, Wandsaulsfällerhütte vorbei. Und dann bauen wir hier auch, der braucht eine Minute, eine Teewürzerei einfach direkt hin. Wir werden nicht aufs Verhältnis achten, sondern setzen die jetzt erstmal dahin. Die ist was langsamer als der Hibiskus-Tee, vor allem weil der jetzt ja, nee, der erfordert sogar bewässerten Boden. Der wird nicht verbessert, der braucht welchen. Okay, auch spannend. Der muss das quasi haben. Oh, und wir können aufsteigen. Ich will aufsteigen. Will ich erst die Quest weitermachen? Nee, ich will erst aufsteigen, ne? Zack. Sie haben ein neues Zwischenziel. Jetzt haben wir Älteste. Eieiei, okay. Jetzt geht's los. Hafen Saline, Stadt. Was können wir hier jetzt noch bauen? Eine Polizeiwache. Bauen wir mal eine Polizeiwache zur Sicherheit. Einfach mal hin. Die sehen auch sehr schön aus, die ältesten Häuser. Mit so kleinen Balkonen dabei. Sehr schön. Und jetzt haben wir zwei weitere Produktionsketten freigeschaltet. Die möchte ich jetzt gerade nicht machen. Das ist jetzt zu viel. Wir haben ja auch noch Lehmziegel, können wir jetzt herstellen. Okay, dafür brauchen wir auch ältesten Arbeitskraft. Okay. Worauf wollen wir uns jetzt gerade mal fokussieren? Ich glaube, wir machen mal einen guten Mix. So. Was wir nämlich auf jeden Fall mal machen müssen, ist hier unsere Items loswerden, damit wir hier ein Schiff haben, beziehungsweise vielleicht auch einfach in der alten, nee, in dem Cup. Im Cup haben wir ja noch ein paar Schiffe stehen, die schicken wir einfach jetzt mal runter nach Enbesa. Eigene Inseln anzeigen. Ja, guck mal, jetzt kann man auch auswählen, zu welcher Insel die gehen. Sehr, sehr schön, cool. Und dann gehen wir zurück nach Enbesa währenddessen. So, wählen Sie Thema aus, um mit ihm zu sprechen. Und dann sollen wir ein Rätsel lösen. Zuerst kam das Zebra an den Fluss und erschreckte sich, als die Hyäne lachend zum Trinken kam, welche wiederum jaulend, als das Flusspferd aus dem Schlamm auftauchte. Dann schlich der Gepard durch das hohe Gras und brachte sie alle zum Zittern, bis der Löwe, der schlief. Damit musste sich ein König nicht beschäftigen. Wett? Flusspferdturm, Zebraturm, Hyänenturm. Was? Moment. Was ist denn das Rätsel? Zuerst kam das Zebra an den Fluss und erschreckte sich, als die Hyäne lachend zum Trinken kam, welche wiederum jaulte, als das Flusspferd aus dem Schlamm auftauchte und brachte sie alle zum Zittern bis auf den Löwen. Gibt es hier einen Löwenturm? Natürlich.
War das die Lösung? Nee, hä? Indem sie die richtigen Türme finden. 1, 2, 3, 4, 5. Es sind doch 5, oder? Oder habe ich einen verpennt? Ich sehe auch 5 blaue Ausrufezeichen. Hä? Noch immer gut gelaunt stellt Janni Hoik Thema sie mit einem Rätsel auf die Probe. Mit dem Türmen seines kaiserlichen Palastes scheint es etwas auf sich zu haben. Jeder von ihnen ziert ein Tier. Okay. Reihenfolge der Tiere. So. Zuerst kam das Zebra an den Fluss und erschreckte sich, als die Hyäne lachend zum Trinken kam. Also, Zebra, Hyäne, Flusspferd, Gepard, Löwe. Zebra, Hyäne, Flusspferd, Gepard, Löwe. Das Feuer, jawohl! Die Flamme der Löwen soll ein neues Zeitalter für Enbesa verkünden. Natürlich. Die alten Bäder sind leider von Gestrüpp überwuchert. Meine Frau wünscht sich, sie in ihrem alten Glanz erstrahlen zu sehen. So, die alten Bäder sind überwuchert. Da muss ich jetzt einfach nur anklicken. Das ist ja doof. Ach, nichts bringt Menschen in so angenehmer Atmosphäre zusammen wie ein gemeinsames Bad. Ja. Okay. Janni Hoi. Die Ziegen, sie singen. Ein Wunder. Ein Segen. Was? Singende Ziegen? Haben sie zu viel Tee getrunken? Lati, oh so, ich werde Ihnen glauben, mi. So unglaublich es auch klingt. Ich möchte unseren Gast mit einem gebührenden Geschenk begrüßen. Einer umfassenden Chronik unseres bedeutenden Landes. Aha. Ah, okay, danke. Ich habe da Pläne für. Nee, keine Expedition jetzt. So. Do, mi, so, ti, la, do, mi. So, ti, la. Sagen ja. Okay, wenn man es einmal verstanden hat, ist easy. Aber beim ersten Mal hatte ich es noch nicht so ganz raus. Ich dachte, ich müsste irgendwie auf einen bestimmten Wer ist das denn? Er ist also endlich gekommen. Oder wurde gesandt. Es war nur eine Frage der Zeit. Who are you? Wer ist, er ist endlich gekommen? Beharre auf die Position, die Ihre Majestät in Ihrem Brief dargelegt hat. Ah. Alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um das erwünschte La Corona? Ein persönliches Versagen. Nee, oder ist das Archie? Ich habe mir geschworen. Das ist Archie, oder? Geschworen. Was? Wie? Ja, da ist er. Was machen Sie denn hier? Ja, ich bin hier schon voll am Start. Ja, selbstverständlich. Ihre Majestät hat nichts gegen Freihändler. Aber bitte keine politischen Aktivitäten. Nein. Die Krone hat persönliches Interesse an Enbesa. Oh, jetzt legen wir uns mit der Krone selbst an. Ein Gast sei in Enbesa nicht willkommen, ungeachtet seiner Haltung. Möge er sich niederlassen, solange es nicht auf unserem Land ist. Wir halten uns zurück und beobachten. Vorerst. Okay, das klingt so, als müssten wir Ärger mit der Krone anfangen. Die Ältesten haben sich einen Ort gewünscht, in dem sie ihren heiligen Aufgaben nach. Ja, ich hab doch schon. Mann, ey. Wie ich höre, kennen sie sich. Heißen sie ihn also in meinem Namen. Okay. Dann wollen wir nicht zögern. Ja, so. Also, was mit Archie bald passiert und wie wir die Waren nach Vahadesha bringen, die wir jetzt gerade angenommen haben, nämlich Ketemas Vorräte. Seht ihr in der nächsten Folge Anno 1800, die bereits morgen am Sonntag erscheinen wird. Und das ist dann auch erstmal die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Das heißt, ich höre schon relativ früh wieder auf, aber ich will auch nicht zu weit im Voraus aufnehmen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ja, wir sehen uns morgen um 9. Bis dann. Ciao.